pünktlich zur Arbeit. Danke, Spidey. Gerne. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man Miles Morales. Oh, hola, viejo, weißt du was? Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt doch alles, was so in Harlem passiert. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da! Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. So. Spider-Man, wo bist du? Ja. Hey, ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Ein bisschen undankbar, der Typ, oder? Spider-Man. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Was wollen die bei einem Umspannwerk? Da ist mein Eingang. Achso. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Wo muss ich denn lang? Wo geht's denn rein? Ach da. Die Steuerung war jetzt nicht so gut. Sie schießen auf Transformatoren? Okay. Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Sehe ich aus wie ein Elektriker? Schieß weiter, ich werde die Drehte durch und durch. Wurde einer ausgenockt? Der Rappler kommt nicht. Ich wusste, ich schaffe es. Toll, jetzt sehe ich den nicht. Warten. Spider-Man! Aber sie ist mein Müllhaufen. Schaffenszeit. Fällt bestimmt nicht auf, wenn jetzt plötzlich keiner mehr schießt. Ich bin hier weg. Oh, Bob. Ein weiterer Sieg für Spider-Man. Es wird für ehrliche Kriminelle immer schwerer, in dieser Stadt was zu reißen. Station ist nur noch 64%. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Gute Idee mit dem Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich muss Theos Katze finden. Hey. Oh, Spider-Man! Meet, halt, meet. Halt! Spider-Man ist in den Aufzug. Ja.
Ich komme, Spider-Man. Halt durch! Wo ist er? Mietz. Hallo, Katze. Spider-Man, warte! Oh. Ich glaube, ich weiß, was Sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, verhindern wir einen Bankraub? Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Zukunft. Alles hängt von ihnen ab. Okay, Konzentration. Du bist erledigt! Fuck. Okay, wer hat Spider-Man hergeführt? Derek? Oh, garantiert war das Derek. Ich mach dir Galle! Scheiße. Nimm das. Bam. Scheiße, das war Dave. Dave, der arme Dave. Die wurden offenbar angeheuert. Hast du eine Idee? Leistung ist auf Null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay, lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Mach ich. Okay, kein Problem. Klingt ganz leicht. Ja. Wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Hast du den Notstrom angemacht? Ja, nein, du? Hey, vielleicht einer der Arbeiter hier. Halt die Augen auf. Hey, mach mal Pause. Strom ist doch aus. Warum machen wir noch weiter? Um ganz sicher zu gehen. Mit dem willst du es dir nicht verscherzen. Nein. Das ist... Ich wusste, ich schaff das. Mann, ich hätte Zahnarzt werden sollen. Wenn wir unseren Anteil haben, kannst du dir den Abschluss kaufen. Kannst du den Abschluss kaufen. Der neue Spider-Man hat also Strom in den Fingern. Spricht dich also schon rum. Heute. Sorry. Ich muss die Backup-Systeme finden. So. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Das kriegen wir hin. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Da ist der Hauptschalter. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Passt auf, Jungs! Jemand will unsere harte Arbeit zunichte machen! Ah ja, klar. Unser Boss hat zu viele Feinde. Ja, aber er macht sie alle fertig. Nicht alle. Dank Spider-Man. Wer auch immer das geplant hat, scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Muss um den anderen gehen. So viele Feinde habe ich nicht. Noch nicht. Immer optimistisch. Was war das denn? Wer hätte gedacht, dass ich mich wärme, dass ich es Du musst schneller sein. Es kriegt dich keiner mit. Das Beste an den Feiertagen? Es gibt mehr zu klauen. Scheiße. Runter mit! Ach, was ist das? Hauen wir auf den Putz!
Das sah schmerzhaft aus! Das war's auch. Versuch das mal bei mir! Weiter mit dem Schalter. Wo ist der Schalter? Der hier, der große, unauffällige. Nicht gut. Es liegt kein Strom an. Ein Generator. Okay, hier geht's lang. Na also. Der Generator ist an, aber wohl nicht verbunden. Die Verbindung steht. So. Der Strom ist umgeleitet. Jetzt den Schalter umlegen. Es werde... Was war das für ein Geräusch? Ui. Hey, Scheiße. Alles okay. Spider-Man? Du kriegst sie nicht. Weißt du nicht, wie wichtig der Canyon-Lernprozess ist? So ein Stang wie dich vermöbel ich jeden Tag. Au. Du lässt uns lieber in Ruhe. Komm, Kleiner, spielen wir. Er ist in der Luft. Hol den Rad. Holt ihn aus der Luft! Sagt mir, wer den Überfall geplant hat. Gebt mir die Katze, dann lass ich euch gehen. Deal? Oh nein, lass die nicht entkommen! Du hast es so gewollt! Ich wäre bereit, dich und habe ihn unterstützt. Er gehört mir! Das wird böse für ihn. Oh, ich glaube, für dich ist es schlimmer. Okay, das war's schon. Auf zum Schalter. Jetzt so. Aber wirklich. Verschwinden. Hallo, mich hier, Kätzchen. Spider-Man. Hey, Mann! Strom läuft wieder, Banküberfall gestoppt, Spider-Man-Katze gerettet. Ein ganz normaler Tag. Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der MSDN-App. Vielleicht kriegen wir Hinweise, wer die sind. Ich melde mich. Oh, kannst du mal was schnell so Weihnachten, Spider-Man? Die auch. Hey, Theo, ich hab eine Überraschung. Ach ja? Was denn?
Oh, Spider-Man! Oh. Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Oh ja, hat er. Oh ja. Sie heißt wirklich Spider-Man. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Klar. Sehr gerne. Jederzeit wieder. Spider-Man ist sicher zu Hause. Dank anderer. Danke, anderer Spider-Man, Theo. Verrückt. Warte mal. Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann. Ich hab dich vermisst. Miles, treffen wir uns nun heute? Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78. Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Okay, ich komme, Baby. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Ich beeil mich lieber. Okay, kleine Spider-Cat. Nimm dir frei, Spider-Man. Ein Spider-Man. So. Gucken wir mal, was sie möchte. Hey, Dannycast-Fans. Kennt ihr das auch? Wenn euch eine Geschichte nicht aus dem Kopf geht? Vielleicht eine Filmszene, eine Überschrift, die ihr auf der Zeitung eines Sitznachbarn lest. Oder der Bericht eines Freundes über ein schlecht gelaufenes Date. Für mich ist diese Story der Underground. Wer sind sie? Was wollen sie? Die Frage ist einfach, scheint aber unmöglich zu beantworten zu sein. Das macht mich wütend. Sie stehlen, verletzen, entführen, belästigen. Sie treffen Unternehmen und Verbrechersyndikate. Sie verfügen über hochmoderne Technologie und hassen jeden. Ich werde weiter recherchieren. Wenn ihr einen Tipp habt, lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal und denkt immer dran. Nie den Kaffeesatz in der Spüle verklappen. Das könnte die Leitung verstopfen. Okay, bye. Diese Kiste suche ich jetzt nicht. Ich würde mich noch umziehen. Hey, lahme Ente! Hier oben! Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig! Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist, okay, die ist, Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Machst du jetzt diesen Job bei Rockstar oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energie-Team leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder?
0112, oder? Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Nein. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Zeitkapsel. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Young Researchers Award, Spacebound. Finn Mason und Miles Morales. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen, aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Ah, deshalb habe ich die gekriegt. Schnell raus, die Karte markiert, okay. Ich wurde jetzt gezwungen, es zu tun. Handy, jetzt. U-Bahn-Ticket, jetzt. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Na los, wir kommen zu spät. Hey, oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Geht zur Demo. Das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Mann, das passt toll zu dem Beat, an dem ich noch nicht saß. Ich sollte wieder Musik machen. Ja, ist lange her. Was kennst du eigentlich von Rio Morales? Es ist schon komisch, meine Mom als Politiker. Ich kenne sie ja nur als Lehrer. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentreiben. Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Danke. Oh. Sorry. Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sie? Dabei helfen? Desde cuando. Haha. Willkommen, zwei Pastelillos und einen Kaffee. Schatz, du machst jetzt... Gloria, hallo. Hi, Miles. Das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Okay, die Fies ist das, wo auch Tante May gearbeitet hat, ne? Warum glaube ich, dass sie irgendwann unsere Feinde sein werden? Daily Bugle.
Respekt, Miss Morales. Danke, Tim. Na, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sag es euch. Es ist nur, was so eine Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Junipero's Kita. Es ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Theresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Tag mit Musik erfüllte. Und selbst jetzt, Roxanne transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxanne. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Wir haben hier ein Problem. Herbert, bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Ich hab sie. Auf geht's. Tschüssen. Wenn ihr die Stadt angreift, geht es auch immer um mich. Ihr habt ja keine Chance. Tschüssen. Mutz, schön einen auf der Locke. Ist noch einer. Was war das? Oh fuck. Miles! Oh Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Mijo, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Aus Wermus in Gasse. Hab dich lieb. Guck dir die Schneeflocken auf seiner Rüstung an. Also auf seiner Uniform. Die Kundgebung war in den Nachrichten. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxanne auftaucht, verschwindest du, klar? Natürlich. Wir werden einen Sündenbock für das alles suchen. Und Tinkerer wird ihnen nicht reichen. Okay. Ich pass schon auf.
So, Freunde, ich würde sagen, bevor wir rübergehen, werde ich die Folge nochmal beenden, damit wir uns dann in der nächsten Folge bei... Oh, guck dich an, wie schön das hier auf seinem Anzug ist. Himmel. Ja, ich hoffe, ihr schaltet da morgen wieder ein. Seid wieder mit dabei, seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und bis dahin. Ciao, ciao.